Hallo liebe Leute, ich begrüße euch auf meinem Kanal. Heute wollen wir mal Netzteile nachschauen von Siedler, wie man die checkt und überprüft. Vergesst bitte das Abo nicht, weil manche Sachen infolge dieser Reparatur auf anderen Videos zu sehen sind. Und dann könnt ihr meinen Playlisten und in der Videoliste danach schauen und könnt dann weiter vorgehen. Vergesst auch bitte das Like nicht, wenn ich euch weiterhelfe. Und jetzt geht's schon los. Also, ich habe mal ein Netzteil angeschlossen von der 6 plus N Technik. Das ist ein 402.0. Und wenn das in Ordnung ist und man schaut in dieses Fenster hier unten rein, jetzt sieht man es, dann leuchten da unten diese zwei Leuchtdioden. Danach, da kann man schon mal die erste Diagnose stellen, also die müssten auf jeden Fall schon mal leuchten. Wenn jetzt eine von den beiden nicht leuchtet, dann öffnet man die Klappe und ersetzt die dementsprechende Sicherung. Die obere Sicherung, das ist die Sicherung für das Netz, 230 Volt. Die zweite Sicherung, das ist für die Gleichspannung, Sprechen und Hören, sollte so um die 8,3 Volt haben, wenn die Sprechanlage angeschlossen ist. Und die untere Sicherung ist für die Wechselspannung, Türöffner und Klingeln, gegebenenfalls noch Lichttaster. Da sollten unten ca. 12,3 Volt anliegen. Wenn jetzt so eine Sicherung kaputt ist, ich simuliere das mal, ich drehe einfach mal die untere locker, das ist die von der Wechselspannung, dann seht ihr schon, dann leuchtet nur noch eine Leuchtdiode. Das ist die rechte von der Gleichspannung, die ist noch in Ordnung und die linke Leuchtdiode ist jetzt aus, weil ich ja die Sicherung gelöst habe. Wenn die jetzt defekt ist, dann kann man diese Schublade rausnehmen. So. Und tauscht einfach die Sicherung mit der Ersatzsicherung aus. Macht sie wieder rein. Mit einer Viertelumdrehung. Und dann kann man nachschauen, wenn die beiden Leuchtdioden brennen, ist wieder alles in Ordnung. Wenn die jetzt nicht brennen, ist wahrscheinlich im Netzteil ein Kurzschluss und die Sicherung ist gleich wieder kaputt gegangen. Oder das Netzgerät ist sowieso kaputt. In dem Fall müsst ihr das Netzteil wahrscheinlich austauschen. Gegenprobe wäre dann, unten die Spannungen zu überprüfen. Ich mache es einfach mal jetzt nur mal zum Vorführen und zum Erklären. B und C ist ja quasi die Wechselspannung mit den 12, irgendwas Volt. Das ist natürlich jetzt mehr, weil wir eine Leerlaufspannung haben, ist ja keine Last dran. Und dann kommt Plus und Minus, da müsst ihr das Messgerät umstellen auf Gleichspannung, das sind dann diese 8,3 Volt. Das zu der 6 plus N. Da gibt es den Trafo 4020, 40201, den 02 und den 03. Während der 03 diese Sicherung nicht mehr hat. Der hat nur die Netzeingangssicherung. Und das gleiche Prinzip ist bei der 1 plus N Technik. Da habe ich hier mal einen Trafo 602.0. Da gibt es auch den 01er noch, der dann auch diese beiden Sicherungen nicht mehr hat. Da könnt ihr also quasi nur die obere Sicherung überprüfen. Ich habe alles nochmal deswegen so erklärt, weil viele denken, dass diese Sicherungen die Sicherungen sind. Aber das sind die Ersatzsicherungen. Und durch diese Verwechslung kommt es halt vor, dass der eine oder andere vielleicht denkt, ach, die sind ja alle ganz, da ist das Netzteil kaputt. Aber dem ist nicht so. Also die eigentlichen Sicherungen sind immer in den roten Verschraubungen drin. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen damit. Und denkt, wie gesagt, an das Abo. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Drahtfritze. Ciao.